Hallo liebe Freunde von Kölnsport, dem Stadtsportmagazin. Wir sind hier am Apostelgymnasium in Lindenthal, einer der Trainingsstätte der Rheinstars Köln, dem neuen Basketballprojekt in der Domstadt. Haben Stefan Beck zu Gast, den Geschäftsführer der Rheinstars. Hallo. Herr Beck, ein Jahr der Rheinstars ist jetzt durch, der Aufstieg in die erste Regionalliga wurde geschafft. Wie fällt Ihr Gesamtfazit aus? Also deutlich positiver, als wir uns das jemals vorgestellt haben. Wir haben mehr und schnellere, größere Schritte gemacht als geplant. Das Thema ist vor allem in der Öffentlichkeit, bei den Fans, bei den Zuschauern super angenommen worden. Die Zeitung hat darüber berichtet, ganz, ganz wichtig. Und ja, nebenbei haben wir noch kein Spiel in der Liga verloren. Also sind wir da wirklich mit großen Schritten, ganz großen Schritten nach vorne gekommen. Wie sehen die nächsten Schritte jetzt in der Entwicklung der Rheinstars aus? Was steht als nächstes auf dem Programm? Größer, stärker, besser werden. Also schneller laufen, höher springen, wie das im Sport immer so ist. Aber wir müssen natürlich jetzt die nächsten Schritte schon wieder planen. Wir haben in diesem Jahr eine Mannschaft gehabt, die, glaube ich, eine gute erste Regionalliga-Mannschaft war. Das würde für uns bedeuten, dass wir bereits im nächsten Jahr eine gute Pro-B-Mannschaft haben, aber auch eine gute Pro-B-Organisation bereits sind. Das hört nicht mit der Mannschaft auf, sondern fängt nur an. Dazu gehört, dass das Event passend sein muss, dass das Umfeld passend sein muss, dass das finanzielle Gerüst passt, aber eben auch die Öffentlichkeit und die Leute beziehen. Also im Grunde genommen so ein bisschen mehr noch in der Stadt auch etablieren. Eine Mannschaft, die in der Stadt schon etabliert ist, sind die Kölner Haie, muss ich natürlich nachfragen. Wir haben den Ausgang alle noch vor Augen. Wie haben Sie es erlebt, die finalen Niederlagen? Ja, ist natürlich bitter. Wir hatten eine große Chance und als Sportler weiß ich, wie das ist, wenn man diese Chance ist. Man kann es nicht zurücknehmen. Also, wenn man dann, man möchte das Spiel gerne nochmal spielen, aber das ist nicht, geht nicht. Und ich glaube, dass jeder bei den Haien, auch die Trainer, die Spieler wissen, was im Sport gegen Niederlage bedeutet. Ohne Niederlage kein Sieg. Aufstehen, weitermachen. Okay, dann erstmal vielen Dank, Stefan Beck. Was der Geschäftsführer der Rheinstars sonst noch so zu erzählen hatte, erfahrt ihr natürlich in der neuen Kölnsport-Ausgabe. Die liegt am 15. Mai für euch am Kiosk bereit und dann könnt ihr das mal nachlesen. Bis dann, macht's gut, ciao.